Ja, vielen Dank. Zunächst erstmal Grüße nach Leipzig und zu den Zugeschalteten hier aus dem Schwarzwald. Ich hoffe, man kann mich gut hören, sehen und auch meine Folien sehen. Genau, ich bin kurzfristig eingesprungen für Herrn Sure Vetter und werde jetzt in den folgenden 15 bis 20 Minuten einen Einblick geben in die nationale Forschungsdateninfrastruktur NFDI e.V., Aufbau und Perspektiven. Zu Beginn möchte ich starten mit zwei Statements. Das erste Statement ist, immer mehr wissenschaftliche Entdeckungen werden mit bereits vorhandenen Forschungsdaten gemacht. Und das zweite Statement ist, es bedarf jedoch immer noch signifikanter Anstrengungen, um den richtigen Datensatz zu finden, Also ihn nach zu hinten drücken. War verstehen doch richtig. und für einen neuen Zweck zu nutzen. Wenn man das jetzt nochmal zusammenfasst, dann ist es so, heutige Forschende sitzen auf den Schultern von Riesen. Das ist ja ein beliebtes Bild, um das ja zu illustrieren. Das heißt, man als heutiger Forschender baut man auf den Erkenntnissen von den Generationen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die vor einem schon die Grenze des Wissens immer weiter verschoben haben. Heutzutage würde ich dann diesen Riesen auch noch mal eine andere Komponente geben. Der Riese kann auch den Datenschatz symbolisieren, der eben auch im Laufe der Generation immer stärker anwächst. Und gerade in den letzten Jahren, Jahrzehnten sicherlich mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit anwächst. Das heißt, unser Riese, der wächst und wird größer. Und man muss aufpassen, vielleicht auch als Forschender, dass man nach wie vor auf der Schulter sitzt und nicht den Kontakt verliert und runterrutscht. Und dies kann natürlich passieren, wenn, wie auch eben schon gezeigt von Herrn Klöckner, wenn also Wissen verloren geht, wenn Daten verloren gehen, wenn man also auch gar nicht die Möglichkeit hat, an dieses Wissen, was die vorherigen Generationen angehäuft haben, heranzukommen. Und wenn man stattdessen dann zum Beispiel Forschung parallel macht, also Doppelstrukturen entstehen und so weiter und so fort. Forschungsdaten an sich bieten ja die Möglichkeit, also die Forschung insgesamt nochmal voranzubringen und neue Perspektiven auf Gesellschaft, Natur und Leben zu entwickeln, aber eben diese dezentrale, projektförmige und temporär gelagerte Datenbestände, wie sie heutzutage häufig vorliegen, die verhindern das aber eben auch, dass man die Forschungsdaten so nutzen kann, wie man sie denn gerne nutzen möchte. Was ist nun die Vision, die die nationale Forschungsdateninfrastruktur dem entgegenstellt? Die Vision lautet: Forschungsdaten sind verfügbar und zwar für alle und für immer. Und diese Vision bedarf ein paar Fußnoten, wie schon gekennzeichnet. Zunächst mal zu dem Begriff verfügbar. FAIR ist die Abkürzung für Findable, Accessible, Interoperable und Reusable und beschreibt eigentlich, wie Forschungsdaten gespeichert werden sollten, dass sie eben auffindbar, zugänglich, interoperabel und vor allem wiederverwendbar sind. Hinter jedem dieser Adjektive verbirgt sich dann eine Reihe von auch Handlungsanweisungen letztendlich, wie Infrastrukturen zu bauen sind oder auch wie Forschende ihre Daten zu beschreiben haben, um eben ein möglichst hohes Level an Fairness zu bekommen. Und auch diese anderen beiden Teile der Vision, also für alle und für immer, bedarf einer Erläuterung. Für alle ist natürlich schon direkt mit einer Einschränkung versehen, wenn es zum Beispiel um personenbezogene Daten geht. Die wird man nicht so ohne weiteres für alle verfügbar machen. Da kann man also entweder jetzt, also es, da kommt es letztendlich darauf an, wie man das für alle definiert, ob das nun dann also wirklich die
große Öffentlichkeit ist. Das wird es in dem Fall nicht sein, aber man kann trotzdem Daten fair auch für zum Beispiel institutsinterne Zwecke zur Verfügung stellen oder eben community-interne Zwecke. Gleiches auch für den Begriff für immer. Auch der wird sicherlich je nach Datentyp anders zu bewerten sein, aber wahrscheinlich immer wird für immer länger als eine Sekunde angesehen werden in den Wissenschaften. Wie wird diese Vision nun umgesetzt in Deutschland? Dazu wurde in Deutschland die nationale Forschungsdateninfrastruktur ins Leben gerufen und der NFDI-Verein gegründet. Die NFDI an sich geht zurück auf einen Vorschlag vom Rat für Informationsinfrastrukturen aus dem Jahr 2016. Auf Basis dieses Vorschlages haben Bund und Länder eine Bund-Länder-Vereinbarung im Jahr 2018 verabschiedet, wo dann schon die Gründung des Vereins vorgesehen ist und beschlossen wurde. Man hat danach einen Standort, einen Vereinssitz gesucht, wo also der Verein sich ansiedelt mit dem Hauptsitz und dabei wurde Karlsruhe ausgewählt und die beiden ortsansässigen Institutionen, Karlsruher Institut für Technologie und FIZ Karlsruhe, haben dann die Vereinsgründung vorbereitet und Starthilfe gegeben für den Verein. Im Jahr 2020, am 12. Oktober, also fast genau vor einem Jahr, wurde dann der Verein tatsächlich gegründet unter Pandemiebedingungen in Hannover. Gründungsmitglieder sind der Bund und die 16 Bundesländer und Sie können hier rechts ein Bild von der Gründungsversammlung sehen. Seit dem 1. März diesen Jahres ist der Verein nun selbstständig. Bis dahin waren wir angesiedelt eben am FIZ Karlsruhe und KIT und seitdem sind wir komplett eigenständig und auch die Angestelltenverhältnisse laufen nun also direkt über den Verein. Jetzt haben wir gerade schon in der ersten halben Stunde dieser Session Einblick erhalten in das Konsortium NFDI for Biodiversity und ich möchte das nun hier einmal etwas einsortieren in das Gesamtvorhaben NFDI. Die Auswahl für die Konsortien läuft über die Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG. Es sind drei Auswahlrunden vorgesehen. Die Konsortien der ersten Runde, dazu gehört Biodiversity auch, die starteten letztes Jahr zum 1. Oktober. Die Konsortien der zweiten Runde wurden dieses Jahr im Juli von der GWK gemeinsamen Wissenschaftskonferenz bestätigt und starten nun auch zum 1. Oktober diesen Jahres, also nächste Woche Freitag, startet für die Förderung. Und dann wird es eine dritte Auswahlrunde geben, die zum Jahresanfang 2023 an den Start gehen wird. Wenn man das jetzt mal in Zahlen zusammenfasst, dann umfasst diese DFG-geförderten Konsortien aktuell 19 Konsortien. Das übersetzt sich in gut 200 antragstellende bzw. co-antragstellende Organisationen, 400 Participants ungefähr und ca. 250 co-sprechende Personen. Nach der dritten Auswahlrunde werden wir ca. 30 Konsortien haben, also das ist die maximal festgelegte Zahl. Und dann wird die Ausbaustufe, also die Finale, zum Jahresbeginn 2023 erreicht sein. Und ich denke, diese Zahlen hier, die zeigen schon mal, welchen Umfang die NFDI annimmt und wie breit auch das Netzwerk sein wird, was daraus sich bilden kann. Ich werde jetzt die Gelegenheit auch nutzen, um Ihnen noch mal drei weitere Konsortien etwas vorzustellen, um auch die Bandbreite darzulegen, in welchen Datentypen wir uns bewegen und in welcher Vielfalt wir uns auch bewegen mit den unterschiedlichen Konsortien. NFDI for Health ist ein Konsortium für personenbezogene Gesundheitsdaten. Da geht es also darum, klinische Studiendaten zusammenzuführen
Und die besondere Herausforderung dabei ist natürlich, dass die Datenschutzanforderungen dabei einzuhalten sind und gewahrt bleiben. Ich kann das vielleicht an einem Beispiel festmachen zu Covid-19. Wenn jetzt eine Person an Covid-19 erkrankt und dann zum Beispiel als Covid-19-Patient an einer Studie teilnimmt und dann Pech hat und auch noch an Long-Covid erkrankt und dann später also nochmal an einer zweiten Studie teilnimmt zu Long-Covid, dann ist es für die Wissenschaftler und Forscherinnen von Interesse eigentlich zu wissen, ob sie in der Long-Covid-Studie also Personen haben, über die sie schon irgendwelche anderen Informationen haben. Also zum Beispiel die Information, Person XY hat schon bei einer anderen Studie teilgenommen. Ja, dann kann man also da verschiedene Voraussetzungen sozusagen für den Long-Covid-Verlauf könnte man vielleicht aus der ersten Studie herauslesen. Und dieses Verbinden über die Studien hinweg von personenbezogenen Daten ist aktuell nur sehr schwierig machbar bis teilweise auch unmöglich, beziehungsweise dauert sehr lange, um dafür auch Erlaubnis zu erhalten. Das ist zum Beispiel ein Thema, womit sich NFDI for Health beschäftigen wird, also dass man Daten über Studien hinweg miteinander verknüpfen kann. Dann das Zweite, was ich mitgebracht habe, ist das NFDI for Earth. Das ist also ein Konsortium für die Erdsystemforschung. Ist, denke ich mal, zumindest in Teilen vielleicht auch ja, verwandt mit Biodiversity. Ich glaube, es gibt auch in den Organisationen einen gewissen Überlapp zumindest. Erdsystemforschung zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass sie einfach mehrere Teildisziplinen haben. Klimaforschung zählt zum Beispiel dazu, Ozeanforschung. Also es gibt da einfach auch ein breites Gebiet, um dieses System Erde zu beschreiben, wo sich einzelne spezielle Disziplinen eben noch herausgebildet haben. Und dieses Konsortium tritt nun an, um die unterschiedlichen Disziplinen mit ihren jeweiligen Datentypen, die sich dort auch entwickelt haben, eben zusammenzuführen und eben zu einem kohärenten Bild der Erdsystemdaten zusammenzuführen. Und dann habe ich noch Punch for NFDI hier auf die Folie mit aufgenommen. Das ist das Konsortium für Astro- und Teilchenphysik. Communities bringen beide schon, denke ich, wirklich auch eine gewisse Erfahrung mit im Forschungsdatenmanagement. In diesem Bereich der Physik ist es eigentlich schon seit Jahrzehnten üblich, dass man in großen internationalen Kollaborationen zusammenarbeitet. Beispielsweise sei hier auf das CERN verwiesen und den Large Hadron Collider. Das heißt, die bringen auf der einen Seite gewisse Erfahrungen mit, auf der anderen Seite ist dieses Konsortium ganz interessant, da sie wirklich sehr, sehr hohe Datenvolumen haben. Also einzelne Experimente aus deren Community erreichen Datenvolumen von Peta bis hin zu Exabyte. Da ist man dann schon fast in dem Datenvolumen vom globalen E-Mail-Verkehr eines Jahres, was ein einzelnes Experiment an Daten eben aufwirft. Und das wirft natürlich auch ganz besondere Fragen wiederum auf. Diese Datenmengen kann man nicht einfach so von einem Partner zum anderen transferieren, zur Auswertung und verschieben. Das wirft also wirklich dann auch Fragen auf, wie speichert man das und wie gibt man nachher dann Zugang zur Analyse? Und die Datenmengen sind halt so groß, dass das Experiment schon automatisch entscheidet, welche Daten werden überhaupt gespeichert. Also werden nur gewisse Daten überhaupt noch gespeichert, der Rest wird direkt verworfen, was, denke ich, auch einfach eine interessante Entwicklung ist. Man kann also gar nicht mehr die kompletten Daten eines Experiments aufnehmen. Das zeigt also so ein bisschen mal die Bandbreite, die wir in der NFDI und in den Konsortien abdecken. Und nun ist also die Frage, wie kommen diese unterschiedlichen Konsortien auch mit den verschiedenen Hintergründen im Verein zusammen? Dazu habe ich hier den Zweck des Vereins mal aufgeschrieben aus unserer Vereinssatzung. Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung durch eine nationale Forschungsdateninfrastruktur, die ein übergreifendes Forschungsdatenmanagement in Deutschland etabliert und fortentwickelt und die Effizienz des gesamten deutschen Wissenschaftssystems steigert.
Die Satzung führt es dann noch etwas weiter aus. Also es geht dann um die fachliche Steuerung und Koordinierung des Aufbaus einer koordinierten, vernetzten Informationsinfrastruktur. Es geht um die Etablierung von Prozessen für den standardisierten Umgang mit Forschungsdaten. Es geht um die Entwicklung disziplinübergreifender Metadatenstandards, die Anbindung an europäische und internationale Plattformen und eine gemeinsame Basis für Datenschutz, Souveränität, Integrität, Sicherheit und Qualität von Daten. Und drei Begriffe möchte ich hier herausstellen, und zwar vernetzt, disziplinübergreifend und gemeinsam. Also das ist eigentlich der Gedanke bei der Vereinsgründung. Man bringt die Erfahrung und die verschiedenen schon bestehenden Strukturen, die in den Konsortien vorhanden sind, bringt man jetzt hier zusammen und gibt durch den Verein einen Rahmen, wo sich also auch die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus den ganz unterschiedlichen Disziplinen austauschen können und man gemeinsam das Forschungsdatenmanagement in Deutschland eben auf eine neue Stufe hebt und eben nach den FAIR-Prinzipien gestaltet und verbessert im Vergleich zur heutigen Situation. Der Verein hat für die Umsetzung dieser Aufgaben und Zwecke eine Vereinssatzung, die 5 verschiedene Organe vorsieht. Das ist das Kuratorium, der Wissenschaftliche Senat, die Mitgliederversammlung, das Direktorat und die Konsortialversammlung. Das Kuratorium kann man als administrativ-strategisches Gremium des Vereins ansehen, ist eine Art Aufsichtsgremium. Es ist aktuell schon handlungsfähig, also 6 von 9 Mitgliedern sind bereits im Kuratorium, ins Kuratorium entsandt. 3 Mitglieder werden noch von der Mitgliederversammlung gewählt und die stoßen dann gegen Jahresende dann ins Kuratorium dazu und dann ist das Kuratorium vollkommen besetzt und handlungsfähig. Der Wissenschaftliche Senat ist das inhaltlich-strategische Gremium. Die Satzung sieht vor, dass dieses Gremium zum Beispiel die endgültigen Entscheidungen zu Standards trifft, die dann von der Konsortialversammlung vorgelegt werden. Der Wissenschaftliche Senat besteht aus 12 entsandten Experten und Expertinnen plus dem Direktor. Und nächste Woche Mittwoch findet die erste Sitzung mit allen 13 Mitgliedern statt. Wie jeder Verein haben wir eine Mitgliederversammlung. Wir haben aktuell 188 Vereinsmitglieder. Als Vereinsmitglieder nehmen wir juristische Personen auf. Es sind also zum Beispiel Universitäten, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Vereine und Verbände. Und wir decken damit jetzt schon, denke ich mal, wirklich einen ganz guten Querschnitt vom deutschen Wissenschaftssystem ab. Das Direktorat ist der Vorstand des Vereins, besteht aus 2 Personen. Das ist Professor Jörg Surefetter als Direktor und Eva Lübcke als kaufmännische Leiterin. Und das Direktorat unterhält eine Geschäftsstelle in Karlsruhe, wo ich eben als wissenschaftlicher Referent und Teamleiter arbeite. Und dann haben wir die Konsortialversammlung. Dort werden die Konsortien, die eine DFG-Förderung erhalten, werden bei uns im Verein als Vereinskonsortien gespiegelt. Und dort sind wir jetzt kurz davor, dass wir also 19 von 30 Konsortien in der Konsortialversammlung haben. Die Konsortien der 2. Runde müssen noch als Vereinsabteilung letztendlich eingerichtet werden. Aber das ist auf den Weg gebracht. Und da wird der Wissenschaftliche Senat nächste Woche dann auch mit drüber entscheiden. Außerdem sitzen in der Konsortialversammlung die Sprecher und Sprecherinnen der Sektionen. Sektionen sind ebenfalls Vereinsabteilungen, die dazu dienen, Querschnittsthemen der Konsortien zu behandeln. Und im Zusammenspiel dieser 5 Organe werden eben dann die genannten Vereinszwecke entsprechend angegangen und erfüllt. Zum Schluss möchte ich noch kurz zeigen, dass das Team von uns in Karlsruhe in der Geschäftsstelle, aktuell sind wir einschließlich Vorstand, 10 Personen, auch
Die Geschäftsstelle ist nach wie vor im Aufbau. Gerade jetzt im Oktober kommen also auch noch mal zwei weitere Personen dazu und wir werden wahrscheinlich final dann so 15 Personen haben. Falls Sie Fragen haben zur NFDI, können Sie sich gerne an uns wenden über die Homepage nfdi.de und dann helfen wir Ihnen da auch gern weiter. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ja. Vielen Dank.